Das Geschehen an den Aktienmärkten ist, sagen wir mal, überschaubar spannend. Es ist irgendwie so ein Zwischentag. Die Märkte warten morgen auf den Plan, den Wirtschaftsplan von Joe Biden, wie viel Stimulus etc. Das wird im Vordergrund stehen. Wir haben am Freitag dann den kleinen Verfall. Aber es gibt einen Markt oder Märkte, da ist durchaus was los, da ist durchaus Action und das kann für uns alle große Bedeutung haben. Es geht nämlich um Agrarrohstoffe, deren Preise deutlich steigen, also Weizen, Mais, Sojabohnen, diese Dinge, die viele von uns täglich konsumieren und brauchen. Und da ist jetzt ein neues Wort in aller Munde, das heißt Agflation, also die Inflation der Preise für Agrarrohstoffe wie eben Weizen, Mais etc. Und das wollen wir uns in diesem Video mal ein bisschen genauer anschauen. Wir haben nämlich heute den Anstieg gehabt bei fast allen wichtigen Agrarrohstoffen, sehr, sehr deutlich gestiegen, zwischenzeitlich dann ein bisschen wieder runter korrigiert. Nämlich etwa die Korn, also Mais mit dem höchsten Preis seit Juli 2013, Sojabohnen höchster Preis seit Juni 2014 und wir sehen, das ist da deutlich nach oben gegangen. Gestern gab es den USDA Report, das ist so eine Art Landwirtschaftsreport, wie ist die Produktion verschiedener Agrarrohstoffe, wie ist die Nachfrage, wer produziert was etc. Und daraufhin sind die Preise deutlich gestiegen, weil sich abzeichnet, dass die Nachfrage nach diesen Rohstoffen tendenziell steigt, die Produktion aber tendenziell sinkt. Und das ist ein Ungleichgewicht, das sich dann in diesen steigenden Preisen niedergeschlagen hat. Und hier sehen wir mal, was da in den letzten 6 Monaten passiert ist. Natürlich sind auch diese Agrarrohstoffpreise runtergekommen im Gefolge der Corona-Krise. Aber dann sind sie gedreht. Hier die Performance dieser Agrar-Commodities der letzten 6 Monate. Sojabohnen über 60% gestiegen. Das sind ja fast Dinge wie bei Tesla. Ja, noch nicht ganz so wild, weil hier haben wir es ja mit der Realität zu tun. Dann haben wir Dinge auch wie Korn, wie Soy Oil, also diese ganzen Dinge, die wirklich extrem wichtig sind. Die Grains sind deutlich gestiegen. All diese Dinge sind deutlich im Preis nach oben gegangen. Und wir wollen uns mal den ausschlaggebenden Grund vielleicht dafür angucken. Und das ist Russland. Russland hat nämlich im Dezember Beschränkungen für den Export solcher Agrarrohstoffe erlassen, wie zum Beispiel Weizen. Russland ist ja der größte Weizenexporteur, der größte Weizenproduzent der Welt. Und in Russland ist die Situation so, dass die Preise für Brot, Mehl etc. deutlich nach oben geschossen sind, obwohl man eigentlich eine sehr gute Ernte hatte in Sachen Weizen. Aber die Preise sind dennoch gestiegen, weil die Nachfrage offenkundig groß ist und gleichzeitig sind die Löhne der Russen im Gefolge der Corona-Pandemie deutlich gesunken. Und dieses Ungleichgewicht versucht die russische Regierung dadurch zu lösen, dass man eine Exportsteuer erhebt oder Exportbeschränkungen für Getreide erhebt und das oder Getreidearten. Dementsprechend sind die Preise hier on fire und dann kommt noch oben drauf, dass dann eben auch die Spekulanten hier drauf springen. Hier Ole Hansen von der Saxo Banken. In Dänemark hat hier gesagt, okay, wir haben jetzt eine Rekord-Long-Spekulation in diesen sogenannten Agricultural Futures, also den Futures, den Future-Märkten für diese Agrarrohstoffe. Hier sehen wir Sojabohnen vor allem, Korn, also Mais, Sugar, all diese Dinge, die ja Teil unseres täglichen Konsums sind. Da hat man sich jetzt drauf gestürzt. Das haben die Spekulanten erkannt. Die sind natürlich informiert. Die wussten über diese Entwicklung in Russland Bescheid, die hier in der Öffentlichkeit in Deutschland praktisch überhaupt nicht bekannt ist. Und dementsprechend hat man dann eben diese Long-Positionen eröffnet. Das hat sich ausgezahlt. Heute dann nach einem Anstieg von 5-6%, gestern schon 5-6% nach oben bei Weizen etc., dann ein Rücksetzer. Man ist sogar ins Minus gedreht, vielleicht, weil da ein paar Spekulanten die Gewinne mitgenommen hatten. Aber kommen wir nach diesem kurzen Ausflug, ich hatte ja kürzlich schon von den Rohstoffen gesprochen, die ein Wahnsinnsaufholpotenzial haben im Vergleich zu Aktienmärkten, vor allem den US-Aktienmärkten. Da haben wir eine massive Inflation bei diesen Assets wie Aktien und Immobilien, aber im Rohstoffsektor haben wir sie noch nicht gehabt. Dementsprechend kann man sich vorstellen, dass auch hier diese Inflationierung und diese Agflation einsetzen könnte, speziell also bei den Agrarrohstoffen. Aber wir kommen jetzt zu etwas völlig anderem, wie hier in diesem Cartoon. Da sagt ein Mann zu einem Kind, pass mal auf, ich werde dich entführen in this magical never never land that is unaffected by events in the real world. Also komm mit mir in ein Traumland, das völlig
unbeeinflusst ist von der realen Welt, von der realen Welt, und sagt das Kind, ah, es geht zur Wall Street, und diese Reise wollen wir jetzt mitmachen. Wir sehen hier zum Beispiel, wenn wir irreale Welten sehen, vor allem die Aktie von Tesla. Hier sehen wir mal Tesla in Relation zu dem Kursgeschehen der anderen Autobauer, deren Kurse, naja, sind mehr oder weniger seitwärts gelaufen, der von Tesla leicht gestiegen, könnte man sagen. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie es denn eigentlich um den Absatz von Elektronikfahrzeugen in den USA ausschaut, und das ist bislang der wichtigste Markt für Tesla. Klar, China ist wichtig, auch Deutschland ist mit Abstrichen wichtig, andere Märkte sind schon auch wichtig, aber die meisten Autos verkauft man eben nach wie vor in den USA. Und dann sehen wir hier, dass diese Elektronikfahrzeugverkaufe zurückgegangen sind, von 2018 kontinuierlich zurückgegangen bis 2020. Also das zeigt so ein bisschen, dass die Bäume vielleicht nicht in den Himmel wachsen, auch wenn die Glaubensgemeinschaft Tesla natürlich jetzt wieder auf die Bäume klettert und sagt, was? Tesla wird die Welt verändern, 100% Elektromobilität, 100% davon von Tesla. Anders kann man ja auch solche Kursverhaltensmuster nicht mehr rechtfertigen. Aber sei es drum. Eine andere Geschichte insgesamt, kann man eigentlich sagen, ist der Wall Street eben doch ein anderer Planet. Wir sehen hier oben natürlich die Marktkapitalisierung des S&P 500 in Relation zum BIP der USA, neues Allzeithoch, gar keine Frage. Aber wir sehen aber auch, dass das bisherige Allzeithoch eingestellt ist, das wir in der Dotcom-Blase hatten, in Sachen Marktkapitalisierung des S&P 500 in Relation zum Welt-BIP, also zum BIP, Bruttoinlandsprodukt der ganzen Welt, sind wir bei 39%. Sportlich, möchte ich sagen. Vielleicht ist das dann für diejenigen, die sagen, wir stehen vor einem neuen Zyklus, vor einem neuen Bullenmarkt, dann doch ein kleines Warnsignal. Warnsignale kommen auch vom Optionsmarkt. Wir sehen hier Freitag ja der kleine Verfall, wo Optionen verfallen. Dass vor allem das Gamma extrem hoch ist, das Optionsvolumen oder das Volumen von Call-Optionen, also Wetten auf steigende Preise für einzelne Aktien oder Indizes auf einem neuen Allzeithoch ist. Also es wird gezockt und gezockt und gezockt, und das auf der Long-Seite. Da wird jetzt schon der nächste Stimulus-Check mal eben investiert in solche Produkte, und die ganze Geschichte hat dann einen preisverstärkenden Effekt, weil die Dealer, also die Broker, sich dann absichern müssen, zum Beispiel in einer Tesla-Aktie, die Aktie physisch kaufen müssen. Das erklärt vielleicht, warum solche Kursverhalten wie bei Tesla derzeit der Fall ist. Und insgesamt sehen wir jetzt, dass alleine in 5 Penny Stocks, also nach amerikanischer Definition eine Aktie, die unter 5 Dollar kostet. Ich hatte heute Morgen gezeigt, dass je günstiger eine Aktie ist, also je niedriger der Preis einer Aktie ist, desto stärker ist sie gestiegen durchschnittlich. Das kann man wirklich runterbrechen, je teurer eine Aktie ist. Also alle Aktien über 100 Dollar sind weniger stark gestiegen, Aktien unter 5 Dollar sind besonders stark gestiegen, und am stärksten gestiegen sind Aktien unter einem Dollar. Und hier sehen wir, dass alleine 5 Penny Stocks fast ein Fünftel des gesamten Volumens an der Wall Street ausgemacht haben, des Handelsvolumens. Das ist schon der Hammer. Und vor allem diese Broker und die Apps und das Volumen, das über diese Broker und diese Apps gehandelt werden, ist inzwischen höher als an den Börsen selber. Das spricht schon Bände. Was haben wir noch? Und es sind natürlich diese kleinsten Aktien, die jetzt besonders gut gelaufen ist, die sogenannten Microcap Stocks, also die minimalst kapitalisiert sind, die haben jetzt 9,4% gewonnen seit Anfang Mai. Das ist der beste Start seit mindestens der Finanzkrise. Weiter zurückgehen die Daten leider nicht. Und wir sehen zum Beispiel hier das Penny Stock Volume. Ich weiß nicht, ob Sie das gut erkennen können. Da sind wir fast jetzt beim Doppelten dessen, was vorher der Rekord war, was in Penny Stocks gehandelt wurde. Penny Stock ist nach amerikanischer Definition eine Aktie unter 5 Dollar, nach deutscher Definition eine Aktie unter 1 Euro oder unter 1 Dollar, aber sei es drum. Also kleine Werte, Mikrochips eben, die hier gehandelt werden ohne Ende. Und der beste Index war ja zuletzt der Russell 2000, dieser amerikanische Nebenwerteindex. Hier sehen wir die parabolische Kursentwicklung, rot, und wir sehen auf der anderen Seite grün die Entwicklung der Gewinne dieser Unternehmen um, und bei 40% machen überhaupt keinen Gewinn, machen Verlust, ein Teil macht überhaupt keinen Umsatz.
aber ist egal. Und wir sehen, dass die Kurse weiter steigen, aber die Gewinnerwartung nicht weiter steigt. Das ist eine Missrelation, die wohl so lange nicht bleiben kann. Aber es ist der Tech-Sektor, der ein bisschen gelitten hat. Heute hält sich der Nasdaq ganz gut, aber zuletzt ist es nicht so gut gelaufen und es könnte noch deutlich schlechter laufen. Und ausgerechnet deswegen, weil zum Beispiel Twitter, Facebook und andere Konsorten aus dem Social-Media-Bereich Donald Trump gesperrt haben. Also einen amtierenden US-Präsident praktisch mal eben abgeknipst haben. Das große Problem ist, dass wir jetzt haben oder dass daran sichtbar wird, ist ja, dass diese Social-Media-Unternehmen eine wahnsinnige Macht haben, dass sie gleichzeitig Legislative sind, Judikative sind und gleichzeitig eben auch Exekutive sind. Das heißt, sie bestimmen die Regeln. Sie führen diese Regeln aus und das ist natürlich letztendlich ein völlig unkontrollierter Vorgang durch die Öffentlichkeit. Das ist im wahrsten Sinne eigentlich antidemokratisch und jetzt kommt ja die neue Administration unter Biden ins Amt und da sagen ja viele, naja, aber das sind doch die Buddies der Tech-Industrie. Die Tech-Industrie, die hat doch maßgeblich die US-Demokraten finanziert. Das stimmt, aber auch Joe Biden und Konsorten oder Joe Biden und die Seinen werden sich bewusst sein, dass natürlich die Macht Fülle jetzt extrem groß geworden ist und es ist vielleicht wie in Deutschland damals unter Gerhard Schröder und der SPD damals diese Hartz-IV-Reformen, die natürlich durchaus problematisch sind und waren, aber einen sehr verknöcherten Arbeitsmarkt im Mindesten ein bisschen aufgewühlt haben. Das hätte die CDU damals nicht machen können, hätten die Konservativen nicht machen können, dann wäre der Widerstand so groß gewesen. Es musste also aus der SPD oder aus einer eher, naja, linken Partei kommen, dass so etwas möglich ist. Und so dürften es auch eben die Demokraten sein, die dann Aktionen werden oder zumindest Begrenzungen einführen werden gegen Twitter, Facebook, Google. Ich sprach neulich von dem Monopol von Google. Google hat fast einen weltweiten Anteil an Suchmaschinen von 80%. Über Android ist das teilweise noch höher. Also das sind diese Monopole, die müssen in irgendeiner Form begrenzt werden. Das ist gut für uns alle. Es ist gut, wenn wir Wettbewerb haben. Und ich denke, dass die Demokraten, die eigentlich ja, naja, den eher links zu stehen scheinen, denn Social-Media-Plattformen eher näher stehen, dass die es sein werden, die dann hier diese Regulierung machen. Wobei Christian Rieck in einem sehr interessanten Video, das Sie bei Finanzmarktwelt finden, nochmal klar gemacht hat, dass diese Medien ja nur links reden, aber faktisch sich nicht links verhalten, denn sie zahlen ja bekanntermaßen eher wenig bis gar keine Steuern. Das ist ja nicht gerade ein linkes Rollenmodell. Aber sei es drum, wir haben dann heute noch Aussagen der Deutschen Bank, die gehen davon aus, dass noch mehr Gelder jetzt in die Märkte fließen werden, weil eben die globalen PMIs, also die Einkaufsmanager-Indizes, sich so stark erholt hätten. Das ziehe Geld an, sagt man hier. Und wir haben dann jetzt nochmal in die USA zurückkommen, ja, die Situation, dass das Abgeordnetenhaus jetzt dieses Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump diskutiert. Aber entscheidend wird sein, was der Senat macht. Und im Senat wird entscheidend sein Mitch McConnell. Jetzt ist die Frage, was wird der tun? Und hier heißt es bei Insidern, dass der erstmal nur drohen wird, hier zuzustimmen, um Trump dazu zu bringen, dass er die letzten Amtstage Ruhe gibt und nichts mehr unternimmt. Sonst würde er jederzeit sozusagen dieses Ass aus dem Ärmel ziehen. Und jedenfalls sagt auch Eamon Javers, dass viele Republikaner sagen, also der sei völlig gestört. Man nutzt Worte wie deranged, detached, crazy, gone off the deep. Also alles Worte, die eher den Verstand von Donald Trump anzweifeln. Wahrscheinlich nicht richtigerweise, der weiß schon genau, was er tut. Aber jedenfalls soll Trump auch zu Mike Pence gesagt haben, bei dieser Sache, als Mike Pence praktisch bei der Zertifizierung des Wahlergebnisses vielleicht hätte irgendetwas anderes machen können, die Verfassung sieht es nicht vor, aber da hat Donald Trump zu Mike Pence gesagt, you can either go down in history as a patriot or you can go down in history as a pussy. Das kostet, wie eben Javers sagt, viele Stimmen bei den Republikanern, nachdem das bekannt geworden ist. Und wir haben abschließend vielleicht nochmal einen Blick auf die Märkte. Wir sehen, dass der S&P Future immer so bei 3775 derzeit aufgehalten wird. Wenn er nach unten will, bums, dann wird hier gekauft. Und wir haben abschließend, ganz abschließend jetzt gesagt, die Situation, dass die Fed natürlich datenabhängig ist. Das muss jetzt jedes Schulkind
praktisch an die Tafel schreiben, Fed Policy ist Data Dependent, dass der natürlich die Fed überhaupt keine Rücksicht auf die Daten nimmt, sondern vor allem Rücksicht auf die Aktienmärkte und andere Anleihenmärkte nimmt, ist völlig klar. Wer es nicht glaubt, muss 10 Tage lang, jeweils 10 Stunden Janet Yellen reden hören, also die ehemalige Fed-Chefin, jetzt baldige Finanzministerin, oder gleich vielleicht Chloroform einatmen, ist derselbe Effekt. Das ist dann also für diejenigen die Strafe, die nicht an dieses Mantra, das die Fed ja immer hervorbringt, wirklich glauben wollen. Das soll es erstmal gewesen sein, meine Damen und Herren. Wirklich nicht so wahnsinnig aufregend heute der Handelstag, aber wir werden sehen, was jetzt in den nächsten Tagen kommt, ob das Wort Akflation vielleicht ein sehr wichtiges werden wird, auch im deutschen Sprachgebrauch. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Abend und sage Servus und Ciao.